Schon vor Jahrtausenden war Lehm in allen Kulturen ein beliebter Baustoff für Wohnhäuser, Kultstätten und Befestigungsanlagen. Die chinesische Mauer entstand ursprünglich fast ausschließlich aus gestampftem Lehm und wurde erst nachträglich mit Steinen und Ziegeln verblendet. In Deutschland erlebte der Lehmbau seine letzte große Blütezeit Ende des 18. Jahrhunderts, als Holz immer knapper und Brandschutz immer wichtiger wurde. Hier ein klein Machnower Herrenhaus aus jener Zeit. Entworfen und gebaut von David Gilly, königlicher geheimer Oberbaurat in Berlin. Er machte besonders den Lehmstampfbau mit seinem Handbuch der Landbaukunst populär und später auch das Bauen mit Lehmziegeln. Gilly lehrte außerdem als erster Dozent für Lehmbau an der 1799 gegründeten Bauakademie. Als die Industrialisierung begann, verdrängten jedoch gebrannte Ziegel den Lehm. Mit ihnen konnten Massenquartiere in den entstehenden Städten schnell und billig errichtet werden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte der Naturbaustoff ein Comeback. Von 1946 bis 60. Besonders im stark zerstörten Osten, wo im Gegensatz zu anderen Materialien Lehm reichlich vorhanden war. Über 17.000 Gebäude entstanden, darunter sehr viele Neubauernhöfe und auch mehrgeschossige Wohnhäuser. Viele Lehmbauschulen wurden gegründet, spezielle Baubestimmungen für den Lehm erlassen und auch Lehrfilme wie dieser gedreht. Schon bald besiegelte die Produktion von Zement, Betonsteinen und Platten das Ende des Ziegelbaus und drängte auch den Lehmbau wieder an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Erst in den letzten 15 Jahren rückte er mit Experimentalbauten, wie hier am Kasseler Wasserturm, mit wachsendem ökologischen Bewusstsein wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Ein eigener kleiner Markt mit mittelständischen Betrieben, wie hier in Fürstenberg, blüht seither immer mehr auf, bietet neue Produkte wie diese Lehmplatten an. Die Branche verzeichnet zweistellige Zuwachsraten bei allgemeiner Flaute am Bau. Wer sich daran macht, ein Haus wie dieses zu rekonstruieren, der muss sich natürlich mit den unterschiedlichen Techniken befassen, die es gibt, Gefache wie diese richtig auszufüllen. Da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Frau Pauli, Sie reichen mir jetzt zu. Ich gebe Ihnen mal einen fertigen Lehmwickel. Ja, der besteht woraus? Aus Langstroh mit Lehm auf einer Holzstange aufgerollt. Ja, ich habe den jetzt hier eingefüllt. Man sieht es, hier ist eine Nut vorbereitet, damit das besonders gut hält. Für Wände gut geeignet. Ja, aber insbesondere auch für Decken hat man das genommen. Also Lehmwickeldecken sind ganz und hält dann alles. Hier sehen wir im Grunde die Art und Weise, wie Sie das Haus hier vorgefunden haben noch. So ist das. Das ist eine Uralttechnik. Man hat also einfach Holzstangen genommen, die eingesetzt in das Fach und hat von beiden Seiten mit fettem Strohlehm das Fach beworfen, um es aufzufüllen. Auch traditionell, aber nicht ganz so alt, das sind die Lehmziegel. Ich versuche hier mal einen zu setzen. Also im Grunde Ziegel aus Lehm, die aber in der Luft getrocknet wurden. Ja, richtig. Aber ich mache das eigentlich, was Sie jetzt mit der Kelle machen, mache ich mit der Hand. Da habe ich mehr Gefühl. Ja. Sehen Sie hier noch ein bisschen Lehm ran. Jetzt können Sie gerne den Stein mal aufsetzen. Den Stein jetzt auch mit ganz viel Gefühl natürlich aufzusetzen. Richtig, hier bleibt ein bisschen was dran. Das wird verstreicht man noch ein bisschen und schon ist es bereit für den nächsten Stein. Relativ bekannt. Ein bisschen unbekannter, das ist diese Art und Weise, das sind die Lehmbrote. Sie reichen mir freundlicherweise auch eins rüber. So, dann. Lehmbrote wie diese Technik hat der deutsche Missionar Gustav von Bodelschwingh aus Nordafrika nach Deutschland gebracht. Er hat es dort beobachtet. Sie drücken da gerade Löcher rein. Wissen Sie denn, wozu die sind? Ja, auch ich habe mich ja fachmännisch wenigstens vorbereitet und habe gelesen, dass man die einfach da reinmacht, damit dann der Putz, den man aufträgt, natürlich so besser hält. Das dazu. Jetzt kommen wir aber vor allen Dingen zu der Art und Weise, wie Sie das Haus bauen, nämlich mit dem klassischen Lehmwurf. Sie werfen auf eine vorbereitete Wand. Ja, und zwar ist sie also aufgebaut, indem man Holzstaken ins Fachwerk einsetzt, wie auch schon bei der anderen Wand. Das ist Holz aus der Gegend, das muss irgendwie vorbehandelt werden, nicht? Das ist überhaupt nicht behandeltes Holz, einfach nur angespitzt ins Fach eingesetzt, mit Weidenruten umflochten. Frische Weidenruten, dann biegen die sich wunderbar. Man kann also auch Hasel nehmen oder Erle. Das sind weiche Zweige. Ja, ich stehe hinter Ihnen und sehe schon mal auf die Wand. Sie sehen, wie wunderbar, dass dieser Strohlehm, das ist ein Gemisch aus Lehm, Stroh und Kuhschied.
Ja. Gibt es so viele Vorurteile? Wie ist das mit den Rissen, mit der Haltbarkeit? Je fetter ein Lehm ist, desto mehr gibt er Risse. Wenn man ihn abmagert mit Sand, dann wird er elastischer und feiner und gibt weniger Risse. Also man hat Einfluss darauf, wenn man sich ganz genau mit der Mischung befasst. Wie lange muss das dann trocknen? Ja, so ein Fach, wenn das dann aufgefüllt ist, braucht also so um die 2 Monate, bis es richtig durchgetrocknet ist. Und alles das, was wir jetzt noch nicht gesagt haben zu den Lehmwänden, das erfahren Sie in unserem folgenden Beitrag. Das alte Fachwerk in seiner modernen Version. Noch immer vorwiegend mit Holzrahmen oder Holzständern gebaut, die die Last von Dach und Etagen tragen. Diese Konstruktionen setzt man auf Säulen bzw. Streifenfundamente oder eine Betonplatte zum Schutz gegen Nässe. Die Dächer sollten weit überstehen, um die Wände vor Regen zu schützen. Außenwände aus Lehm lassen sich auf ganz unterschiedliche Weise errichten. Gemische aus Stroh, Lehm und Wasser, sogenannter Leichtlehm, werden zwischen Gleitschalungen gebracht und verdichtet. Das Stroh wirkt als Armierung. Die Wände müssen gut durchtrocknen, damit sich keine Schimmelpilze entwickeln. Diesen hier sieht man ihre Herkunft noch an, bis zum Verputzen. Statt Stroh können auch andere Zusätze dem Lehm beigemischt werden. Holzhackschnitzel zum Beispiel oder Blähton bzw. Blähglas. Damit wird eine sehr gute wärmedämmende Wirkung im Außenwandbereich erzielt. Inzwischen bieten einzelne Firmen fertige erdfeuchte Lehmgemische an und ermöglichen so ein zügiges Arbeiten. Lehm ist übrigens der einzige Baustoff, der nicht abbindet wie Zement oder Gips, sondern nur trocknet. Gestampfte Außenwände ohne Holzkonstruktion sind heute eher selten. Schicht für Schicht wird dabei ein zumeist Lehm-Stroh-Gemisch in Schalungen gestampft. Schwere Erdstampfer sollte man für die Wandmitte verwenden. Leichtere aus Holz für Ecken und Ränder. Elektrische Rüttler eignen sich bei dickeren Wänden, wie hier beim Bau der Kapelle der Versöhnung in Berlin. Die 60 cm Lehmstampfmauern sind stabil genug, um die Last des Daches selbst zu tragen. Diese Berliner Kapelle in der Bernauer Straße gehört zu den aufsehenerregendsten Lehmbauten des 20. Jahrhunderts in Deutschland und verschaffte dem Baustoff einen guten Ruf. Neue exotische Häuser aus speziellen Lehmsteinen entwickelte Professor Minke. Diese Lehmkuppeln werden ohne Schalung gebaut. Wir haben eine spezielle Rotationslehre entwickelt. Da steht in der Mitte ein Stab, an dem ein waagerechter Arm befestigt ist. Vorne an dem Arm ist ein Winkel, in den der Maurer den Stein reinlegt, den Lehmstein. Und so, die dreht sich jetzt, diese Lehre. Und der Maurer kann Stein für Stein legen. Wenn eine Schicht fertig ist, wird der Winkel höher, wieder arretiert. Und so kommt die nächste Schicht bis oben hin, bis zum Schlussstein. 25 solcher Kuppelbauten entstanden bisher weltweit nach Minkes Plänen. 5 davon in Deutschland, zum Beispiel dieser Kindergarten in Sorsum bei Hannover. In Oranienburg entsteht der nächste Kuppelbau für Kinder. Auch für Lehminnenwände gibt es verschiedene Aufbauten. Massivlehmsteine, vermauert mit Lehmmörtel, haben sich bewährt. Teilweise werden sie, auch um Kosten zu sparen, nur lose übereinander gestapelt. Über jede vierte Lage kommt zur Stabilisierung ein Holzbrett. Es drückt die Steine aneinander und wird fest mit der Holzkonstruktion verschraubt. Vorgefertigte Lehmplatten sind ebenfalls im Kommen. Besonders dekorativ können gestampfte Innenwände wirken, wenn man dem Lehm gemahlenen Ziegelsplitt oder farbige Tonerden zusetzt. Lehmziegel wie diese kann man natürlich kaufen. Besser für den eigenen Geldbeutel ist es, man macht sie sich selbst. Ich produziere hier einen einfach mal aus einer Mischung von Lehm mit dem Klassiker, also mit Stroh. Achtung, man muss kräftig, in diesem Fall muss man zweimal werfen und mit ganz viel Wucht. Warum? Nicht aus Frust, sondern damit der Ziegel nachher eine besonders große Festigkeit bekommt. Das entscheidet sich also schon in diesem Stadium und mein vierter Versuch einigermaßen gelungen. Ich weiß, dass Herr Pauli schon dabei ist, eine neue Mischung vorzubereiten, diesmal mit einem anderen Zuschlagstoff. Was ist es? Diesmal sind es Holzhackschnitzel. Ja. In welchem Verhältnis zum Lehm? Wir machen
neben ungefähr 3 Teile von diesen Holzhackschnitzeln und dazu 1 Teil Lehm. Welche Vorteile bringt das nachher mit dem fertigen Ziegel? Durch die Zugabe von diesen Holzhackschnitzeln erreichen wir eine noch höhere Wärmedämmung als zum Beispiel bei der Zugabe von Stroh. Damit ist, und Sie können weitermachen, ganz wichtiges Stichwort gefallen, dem wir uns jetzt zuwenden wollen. Es geht also um die Dämmung. Der absolute Spitzenreiter bis jetzt, das ist dieser Leichtlehmziegel unter dem Zusatz von Zellulose. Zellulose hier gewonnen aus Gülle. Wir haben aber natürlich auch noch den Klassiker. Hier, das ist im Grunde das, was ich bisher hier verfertigt habe. Getrocknet sieht es dann so aus. Hier sieht man also richtig Stroh als Zugabe mit dabei. Wir haben aber auch die ganz massiven Steine, das heißt ganz wenig Zuschlagstoffe nur, die werden natürlich auch gebraucht im Haus, dort wo es um die Statik geht, dort wo es um Schallschutz geht oder einfach um Wärmespeicherfähigkeit. Die neue Mischung wird vorbereitet. Wir schauen mal zu den Informationen zur Wärmedämmung und ich versuche vielleicht noch mal einen weiteren Ziegel. Werden Lehmgemische mit Blä bzw. Recyclingglas und Strohhäcksel verdichtet wie hier, erzielt man die gleichen hervorragenden Wärmedämmeigenschaften wie mit Leichtlehmziegeln. Die Dämmwirkung entsteht durch die unzähligen kleinen Hohlräume und die darin eingeschlossene Luft. Seit kurzem für Furore sorgt dieses Gemisch aus Lehm und Zellulose, eine Faser, die aus Gülle gewonnen wird. Dem Material aus Selo wurden sowohl lose als auch verpresst als Stein bei Tests an der Uni Cottbus überdurchschnittliche Wärmedämmeigenschaften und hohe Witterungsbeständigkeit bescheinigt. Bauherren in Berlin, Dresden und in der Nähe von Eberswalde setzen den innovativen Bau- und Dämmstoff bereits ein. Sie errichten damit Außenwände. Oder verwenden es als Schüttung unterm Dach bzw. in Zwischenböden. Haben Sie keine Angst vor Geruchsbelästigungen? Wenn dort ein Trocknungsprozess eingesetzt hat, der schon gleich nach dem Einbau beginnt und ab ungefähr einer Woche, 14 Tage, ist der Geruch vollständig verflogen und im Nachhinein passiert da eh nichts mehr, weil der Lehmanteil, der in diesem Gemisch vorhanden ist, bindet sämtliche Gerüche. Doch wer sich ganz bewusst für den Einbau von Massivlehmsteinen oder Platten entscheidet, weil sie einen schnellen Baufortschritt ermöglichen und außerdem genug Masse für ein gutes Raumklima haben, der muss zusätzlich dämmen. Zum Beispiel mit Matten aus Flachs oder Zellulose. Über die Vielzahl anderer ökologischer Dämmmaterialien geben das Münchner Umweltinstitut und die Zeitschrift Das Ökohaus detaillierte Auskünfte. Diese Holzweichfaserplatten bilden die äußere feuchtigkeitsabweisende Schicht. Das hinterlüftete Fassadensystem mit Konterlattung und unbehandelten Douglasienhölzern garantiert einen guten Wind- und Wetterschutz. Bei alten Bauernhäusern mit schönem Fachwerk, das auch sichtbar bleiben soll, lassen sich die Wände besser von innen dämmen. Zwar büßen damit die Räume etwas an Nutzfläche ein, dafür lässt sich aber verhindern, dass die Wärme zu schnell durch die Wand entweicht. Die Außenwand wird von innen noch einmal mit Strohlehm überstrichen, damit die Dämmung besser haftet. Die gestampfte Korklehmschicht dämmt bereits schon, hat hier aber vor allem die Funktion, die Unebenheiten der Außenwand auszugleichen. Die weit größere Dämmwirkung geht von diesen Platten aus recyceltem Zeitungspapier aus. Das beschichtete dünne Windpapier schützt vor Zugluft und ist als Dampfbremse gedacht. Es soll verhindern, dass zu viel feuchtwarme Innenluft in die Wand gelangt und sich im Dämmstoff niederschlägt. Auf den sogenannten Sauerkrautplatten wird dann der Putz aufgebracht.